Dr. Eva einfangen. Ach du Scheiße. Dranbleiben. Wir dürfen sie nicht verlieren. Ja, wirf deine Kugeln, hast recht. Soll ich sie vielleicht abknallen? Wahrscheinlich nicht, oder? Soll ich abknallen? Keine Munition. Sag mal. Moment mal. Ich brauche Muni. Dann nehme ich ja wieder die hier. Also Moment. Nicht die, die hier. So, benutzt. Benutzt. Ja, ja, ich weiß. Ich bin dran. Nee, 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 nee. Ich bin schon da. Hoffe ich. So, Leiter hoch. Ja, ich pass schon auf. Was ist das für ein, ey? Die ist unfair. Scheiße. So. Stehen bleiben. Nein, Shepard. Sprinten. So. Bleib stehen. Autsch, ey. Da unten, ich sehe sie. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Wo ist sie hin? Da lang wahrscheinlich. Ey, das ist nicht nett. Das kriegst du zurück. Na, warte. Ich muss da hoch. Schneller, Shepard. Schneller, 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 schneller. Bleib dran. Hör auf mich zu schießen. Nein! War das eine von uns? Ich hätte auch dieses Leuchtding da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sehr gut geparkt. Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Wir brauchen die Daten. Was? Was? Ash! Hol Pikachu, schnell! Befehle? Erledigen. Nein. Hilfe! Ashley. Greifen Sie sich das Ding! Mit dem Shepard! Wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! Dieses Arschloch. Ashley. Der den Krieg beringt. So, dann würde ich sagen, ist hier wieder ein großer Speicherpunkt. Oder? Okay, die Katze noch. Ashley braucht medizinische Pflege.
Wir müssen das Sol-System verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Ash. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander. Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Klar. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander? Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Lieutenant Commander Williams? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Es ist schwer zu glauben, oder? Ich laufe nur ungern weg. Ja, es ist schwer zu glauben. Sie haben nicht gesehen, was sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Was? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ashley und James. Tolle Antwort. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Immer den richtigen Spruch parat, unser lieber Shepard. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Bailey. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander.
Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Das ist eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. So, endlich. Okay, lange Cutscenes in dem Spiel. Aber ich würde sagen, heute war es das mal genug für Mass Effect 3. Und wir sehen uns das nächste Mal genau hier. Und dann werden wir wohl entweder ins Krankenhaus gehen oder den Rat besuchen. Mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.